So, hier sind wir jetzt beim Onroad-Bereich bei den Handschuhen angekommen. Handschuhe haben uns auch dieses Jahr das Portfolio stark verbreitert. Also da hatten wir ein paar Handschuhe drin. Wir machen es dieses Jahr wirklich mit einer kompletten Palette, haben wir uns aufgestellt. Alle Handschuhe, die ihr hier seht, sind eigentlich neu, die mit 2013 eingeführt werden. Und einen schönen Handschuh, den möchte ich ganz besonders hervorheben, da sind wir die Ersten und die Einzigen, die das momentan so machen. Alle kennen diesen Knuckle Protector, der wirklich aus hartem Material ist. Wir kennen es alle. Er drückt manchmal, er ist manchmal nicht so bequem. Und was wir bei dem gemacht haben, ist eine PU-Folie, die formen wir vorgeformt in einem Molding-Prozess. Und danach mit einem Double-Injection-Prozess spritzen wir Material, Dämpfungsmaterial, Sastec-Material, das ist das Bekannte, was auch in den Anzügen drin ist, hinten rein. Und wir haben dann einen extrem weichen Protektor, der von dem Dämpfungsverhalten deutlich besser ist wie jeder Hard-Protektor, der im Handschuhbereich eingesetzt wird. Handschuhe, also das ist jetzt zum Beispiel einer, der für einen Lederhandschuh auch für den Wintereinsatz gemacht ist. Wasserdicht sind sie alle. Und vom Bereich her sind wir Sommerhandschuhe, Winterhandschuhe, Gore-Tex-Handschuhe mit Extra-Fit, mit laminierten Membranen. Also da haben wir das komplette Tourenprogramm, ähnlich wie auch im Anzugbereich, abgedeckt. Was kostet dieser Handschuh? Der kostet 109 Euro. Also auch ein fairer Preis. Gut, danke.